Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellwright. Im letzten Part haben wir ja angefangen, die Befreiung von Herndin einzuleiten. Das hat im ersten Part sozusagen auch gut funktioniert. Es sind keine Wachen mehr in Herndin, das haben wir also erledigt. Jetzt müssen wir noch den Glockenturm bauen und den Trupp, der da kommt, besiegen. Ich weiß jetzt nicht, was irgendwie mehr Sinn macht. Soll ich jetzt erst den Turm bauen oder erst die Leute besiegen? Keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal rein. Let's go. So. Gucken wir doch mal, wo dieser Trupp jetzt gerade ist. Also, er bewegt sich auf jeden Fall nicht allzu langsam in meine Richtung. Ach Gott, jetzt müssen wir gucken, dass wir den vielleicht irgendwie abfangen und dass wir vielleicht danach den Glockenturm bauen. Ich denke, das macht vielleicht so dann am meisten Sinn. Jetzt muss ich noch mal schauen, was habe ich denn alles? Jetzt tun wir mal das ablegen. Fischeintopf habe ich. Heilende Salbe ermöglicht es dir sofort, eine gewisse Menge an Gesundheit wiederherzustellen. Besser als ein Verband. Die behalten wir aber im Inventar. Den Fleischeintopf auf jeden Fall auch. Und jetzt gucken wir mal, was meine Leutchens noch alles hier so an Essen zubereitet haben. Ja. Nehmen wir mal noch eine Bärenmarmelade mit, auch wenn die schon fast abläuft, beziehungsweise machen wir es mal so. Genau, ja, das sollte passen. Wie viele Pfeile habe ich dabei? Nicht mehr genug. Dann brauchen wir die auf jeden Fall. Wo sind sie denn hier? Das machen wir so. Und dann hoffen wir, dass uns das reicht. Ich denke aber schon. Verfrachten wir mal das hier alles noch darunter. Genau. Okay. Ja gut, Leute, dann machen wir ja jetzt quasi genau dasselbe wie letztes Mal. Nur, dass wir eben jetzt diesen Trupp da besiegen müssen. Ja, wie gesagt, so langsam ist der nicht. Okay, wir reisen jetzt mal dorthin. Beziehungsweise, wisst ihr, was wir machen können? Wir können ja noch mal ganz kurz nach Herndin reisen und den Glockenturm einfach schon mal platzieren. Vielleicht wäre das gar keine so schlechte Idee. Da muss ich mir nur irgendwie einen chilligen Platz aussuchen. Wie wäre es denn, wenn wir den vielleicht einfach gleich irgendwo hier hin machen? Weil hier ist nämlich Platz. Zeig mal kurz her. F. Ja, ich klatsche den jetzt dahin. Und dann gehen wir mal ganz schnell zurück und diesem Trupp entgegen. Und dann wird das genauso eine tolle Geschichte. Und so eine langwierige wahrscheinlich wie im letzten Part. Aber dann haben wir Herndin befreit, wenn das alles geschafft ist. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob die hier unten lang gehen oder hier oben. Okay. Machen wir mal kurz anders. Ich hoffe, ich kann jetzt noch irgendwie einen Baumstamm oder so nehmen. Dann bauen wir nämlich schon mal ein bisschen am Turm. Wir haben noch einen kleinen Moment, haben wir noch Zeit, hätte ich gesagt. Dann brauchen wir 8 mal Seile. Schauen wir doch mal. Ich gucke jetzt, dass ich tatsächlich so viel wie möglich da schon reinstecke. Und deswegen tun wir mal das ganz kurz wieder aus dem Inventar. Oh, hier ist kein Platz mehr. Ha. So, ach Quatsch, das braucht man nicht. 2 Seile noch. Wo haben denn die noch Seile hin verfrachtet? Ich weiß, dass ich mehr hatte. Ich habe nämlich einige aus den ganzen Lagern, genau. Kupfernägel braucht es auch, aber 7 Stück. 7, 7. Ich habe jetzt gerade 5. Wo haben wir denn noch welche? Hier nischt. Hier auch nischt. Da sind auch nochmal Seile drin. Ich muss mal da das Management ein bisschen umändern. Hey, wo sind denn noch Kupferpfeile? Kupfernägel meine ich. Ich habe auf jeden Fall genug in Auftrag gegeben. Na komm. Ja, dann gehst halt so. Sind da noch welche?
Nee, auch nicht. Okay, na gut. Kann ich noch einen Baumstamm nehmen? Jawohl. So, dann haben wir die Seile. Dann fehlen uns zwei Nägel. Ich hoffe, das machen sie. Wo ist der Trupp? Okay, er kommt immer näher. Also lade ich jetzt noch kurz hier ab, was ich abladen kann. Und dann düsen wir zu dem Trupp hin. Beziehungsweise muss ich noch mal was essen. Verbände habe ich, meine Pfeile muss ich noch kurz abholen. Denn wenn ich da jetzt einfach hinreise ohne Pfeile, dann bringt mir das Ganze nichts. Ich muss einmal dorthin. Dann habe ich doch aber hier das noch zu mampfen. Und dann holen wir kurz die Pfeile. Und dann können wir losgehen. Das wird wieder genauso ein Gefrett wie letztes Mal. Nee, warte, ich will. Ja, das müsste, glaube ich, reichen, oder? 90 Stück. Was denkt ihr? Reicht das oder nicht? Okay, sie sind hier. Das heißt, ich werde jetzt mal dorthin reisen. Okay. Gehen wir ihnen entgegen. Jetzt weiß ich nicht, gehört der zu dem Trupp? Nein, der gehört nicht dazu. Also die kommen ja höchstwahrscheinlich über die Brücke, ne? Das heißt, ich kann. Na, geh doch rauf. Kann ich mich nicht irgendwie hier. Kann ich mir nicht irgendwas bauen? Ich meine, wenn da Bogenschützen dabei sind, dann ist natürlich wieder scheiße. Ne? Wenn wir jetzt hierher gehen. Jetzt pass mal auf. Wo haben wir denn den Zaun? Kann ich den? Hä? Das ist ja doof. Ich wollte eigentlich, dass der hier so abschließt. Tut er aber nicht. Ach nee, jetzt habe ich irgendwie die anderen Penner gesehen. Das wollte ich nicht. Dann hauen wir kurz mal ab. Verzwiebel dich. Und da hinten läuft der nächste. Was soll denn das? Dreh um. Ah, ich glaube, er läuft weg. Okay. Also, Bogen rausholen. Und der Trupp kommt über die Brücke. Oh. I am afraid. Oh nein, jetzt hat der von da hinten mich schon wieder gesehen. Fuck, und das ist ein Bogenschütze. Aua, ich sehe nichts. Da war der Ball. Scheiße. Diese verkackten Bogenschützen, echt immer. Oh nein. Haben wir es geschafft? Ja, verbind dich schnell. Oh nein, schau, sie kommen. Hallo. Ach so. Don't try anything stupid. Sind die das jetzt eigentlich oder nicht? Oh Mann, ey, die schauen auch gefährlich aus. Ich brauche irgendwas, wo ich drauf kann. Weiß nicht, ob der Stein hier möglich ist. Ah nee, da können die auch drauf. Okay. Okay, sie drehen um. Sind die das jetzt? Fuck, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh ja. Wartet mal, warum rennt ihr denn jetzt so schnell? Okay, ich habe ihn zumindest einmal kurz getroffen.
Oh nein, geh drüber. Aua, was hat mich jetzt schon wieder getroffen? Haha. Lauf weg, kleines Mädchen. Mein Gott, sorry, dass ich nicht so viel rede. Ich bin so konzentriert. Mann, du Bogenschütze, du kannst dich mal verpissen. Schon wieder keine Ausdauer. Komm halt zurück. Oh ja. Nein, der Bogenschütze. Scheiße. Wann geht denn er eigentlich out of ammo? Scheiße, da hinten ist auch einer. Vielleicht mal in die Richtung weglaufen wieder. Halleluja, ey, die sind so hässlich. Nicht weglaufen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles dazugehört und wer nicht. Oder ist der Trupp schon... Nee, das ist schon der Trupp. So, ich stelle mich jetzt mal hier hinter dem Baum. Ach komm, er ist doch fast tot. Ach, scheiße. Ich muss schauen, dass der Bogenschütze mich nicht erwischt. Oh ja, einer ist tot. Sehr schön. Ich glaube, die anderen zwei gehören gar nicht dazu hier. Oh fuck. Oh fucky fucky. Ihr gehört nicht dazu. Man verschwindet. Okay, sie sind alle abgehauen, glaube ich. Schnell verbinden. Und wieder zurück zum Trupp. Scheiße, jetzt wird es halt natürlich auch mal wieder dunkel. Hat der irgendwas verloren, was gut wäre? Oh ja, das ist natürlich sehr gut. Huch. Von wo? Wo kommt er? Ach, wieder von da hinten. Euch brauche ich nicht. Ich brauche die da vorne. Oh mein Gott, die sind ja übelst schnell unterwegs. Oh, die kämpfen gegen den Wolf. Uiuiuiui. Oh. Komm, Bogenschütze, jetzt renn mal out of ammo. Da sind halt Steine, das ist halt nicht schlecht, aber solange er auf mich schießt... Das ist blöd. Oh, jetzt rennen sie. Oh nein, jetzt wieder nicht. Lauf! Jetzt renne ich mit denen nachher, Antin. Shit. Komm zurück, bitte. Ach Mann, ist das scheiße. Oh, da ist wieder der Wolf. Komm, beiß sie tot, Wolf. Scheiße, sie haben den Wolf kaputt gemacht. Fuck, Leute, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss ganz schnell zu dem Reiseschild irgendwie da hinten. Mist. So, dann ganz schnell nach Hause. Und wisst ihr was? Leute, geht mir aus dem Weg. Ich brauche Pfeile.
Also, E-Befehl. Holt euch bitte was zu essen. Ich werde mir Pfeile holen. Ach, da kann ich hier schon mal was wegtun. Oh, wieder zwei Bücher. Sehr schön. How's that new weapon treating you? Und dann gehen wir wieder zurück. Ich meine, es tut mir echt leid, dass es jetzt dunkel ist, aber was soll ich machen? Ach. Warum kann ich keine Bombe nach hinten schmeißen eigentlich? Das wär's. Oh nein, lass... Nein, hört auf! Alter, die Hässlichen! Was verprügeln sie mich eigentlich jetzt so? Sind die doof? Jetzt kann ich da wieder nicht hinreisen. Ach nee, ist doch nicht dein fucking Ernst. Und die sind hier. Ja gut, vielleicht fangen die sie ja ab. Ich kann höchstens dahin reisen und dann hochlaufen. Da oben leuchtet es auf jeden Fall schon. Meine Gefährten sind auf dem Weg. So, jetzt schnell. Mein Gott, ist das hässlich, wenn man keine Ausdauer hat. Na endlich, komm, iss mal ganz schnell. So. Die sind da oben. Wir müssen hinterher, es hilft nichts. Keine Ausdauer. Leute, wo seid ihr? Wo sind meine Leute? Hey, das ist so Pain, das in der Nacht zu machen, einfach nur. Einfach gar nichts sieht. Wo sind meine Leute? Da! Nein, nicht hierher. Oh, da sind die blöd. Kuh, folgen. Geh halt einfach kaputt, ist doch nicht so schwer. Oh, da hinten sind meine Leute. Puh. Schnell, helft mir. Und tun sie was? Ja, nice. Ich kann mich dabei vielleicht um den kümmern. Jawohl, einer ist auf jeden Fall schon mal tot. Komm, jetzt auch der zweite. Yay! Habe ich die jetzt besiegt? Ha, schaut so aus. Mitten in der Nacht, im Dunkeln, mit meinen Begleitern. Ja, okay, chillig. Gut, das war jetzt natürlich nicht spannend. So, und ich will auch heim. Wo ist denn das nächste Schild? Den Weg hier runter. Ach so, aber wartet mal. Wir haben ja noch die Überreste. Da sind nämlich Kupfernägel dabei, die wir gut gebrauchen können. Junger Baum, Hanf, wo ist der Typ? Nein, das ist Holz, das brauche ich nicht. Ach, wo liegt denn der? Da. Dann nehmen wir das. So, auf geht's. Richtung Heim. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis wieder so ein Rückeroberungstrupp kommt. Was essen wir denn? Also, wir haben die zwei fehlenden Kupfernägel. Das heißt, ich kann meinen Bogen und so jetzt erstmal wegpacken. Pfeile können weg, hier die Zwiebel, das können alles die essen. Ich brauche Platz im Inventar, den ich hier drinnen irgendwie nicht habe. Und die ist auch schon voll. Zweimal Kupfernägel. Wie sieht es in dem hier aus? Wie schaut es da aus? Auch so voll. Aber scheint noch rein zu... Ah ne, hat es nicht... Ach Gott. Ach Gott im Himmel. Wie sieht's hier aus? So, nimm mal zwei Baumstämme. Das kannst du wegpacken. Ich
Ich glaube, Holzplanken müssen wir noch herstellen, so wie ich das jetzt halt richtig gesehen habe. Cool. Dann hoffe ich, dass wir jetzt den Glockenturm noch fertig kriegen, aber ich denke schon. Also, dass der Tag so schnell vorbeigeht, ist immer ziemlich doof. Weil ich halt doch noch einfach länger brauche, um die kaputt zu machen. Und ja, deswegen. Gut, zwei Baumstämme und 15 Holzplanken. So, jetzt haben wir die letzte dabei. Rein damit. Gut, und dann sollen sie mal bauen. Yay, und wir haben den Glockenturm jetzt abgeschlossen. Okay, eine große Überfahrtruppe ist auf dem Weg nach Herndien. Ja, wunderschön. Nicht. Was soll das schon wieder? Gefällt mir nicht. Finde ich nicht gut. Und ich kann aber hier mit Dobron sprechen. Machen wir jetzt das noch. Manu, ich dachte, es zählt irgendwie und es kommt kein neuer Überfalltrupp. Jetzt haben wir ja dann quasi im nächsten Part wieder so eine Action. Das ist nicht toll. So, Dobron. Herndien ist frei, aber unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei. Ja, ich weiß, ich weiß. Okidoki, ich bin jetzt also immer noch nur ein Beschützer. Okay, Leute, dann ist der Part an der Stelle natürlich mal wieder zu Ende. War ultra anstrengend, gerade in der Nacht. Ich hoffe, mit dem nächsten Überfalltrupp klappt das ein bisschen besser. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, dass wir danach wenigstens mal wieder ein paar chillige Parts haben. In dem Sinne, Leute, einen schönen Abend und wir sehen uns. Bye.